In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach solche bunten Wachsmalblöcke selber machen kannst, mit ganz wenigen natürlichen Bestandteilen und mit noch weniger Zeit. Hallo und herzlich willkommen in Hartmuts farbiger Welt in einer Sondersendung, weil gerade die Frage war, bitte zeige doch vorher schon, bevor ich das Video mit den Pigmenten poste, wie solche Wachsmalblöcke gemacht werden. Solche Blöcke werden benutzt von Leuten, die zum Beispiel an Flipcharts arbeiten, weil mit diesen breiten Kanten können eben so Schattierungen oder großflächige Stellen sehr gut ausgemalt werden. Und diese Wachsmalblöcke gibt es zu kaufen, die kosten schon einiges Geld. Und für wenig Geld und mit ein bisschen Zeit ist es ganz einfach, die selber zu machen. Das Coole ist, du kannst jedes Pigment, jedes Pigment benutzen. Ich benutze hier die natürlichen Pigmente von Kreidezeit. Und wenn die mal abgenutzt sind und so klein geworden sind, dass du die nicht mehr richtig halten kannst, dann nimmst du einfach die restlichen Stücke, schmilzt die wieder ein und machst neue Blöcke daraus. Und jetzt zeige ich dir, wie es funktioniert. Als erstes, du brauchst Bienenwachs. Also es geht auch mit reinem Bienenwachs, mehr brauchst du normalerweise gar nicht. Ich benutze noch ein bisschen Stearin, ich habe ein Rezept gesehen, da ist dann hier dieses Pflanzenwachs mit bei. Dadurch werden die Stifte etwas stabiler. Also wenn zum Beispiel Wachsmalstifte, dünne Stifte gemacht werden, dann ist das mit dem Stearin etwas stabiler. Bei den Wachsmalblöcken würde also auch die rein ökologische Variante mit natürlichen, vielleicht sogar biologischen Bienenwachs funktionieren. Bienenwachs bekommst du in manchen Reformhäusern, in Bastelgeschäften, im Internet und auch bei Imkern. Ich habe mal gegoogelt, es gibt Imker auch in unserer Nähe, die dieses Bienenwachs verkaufen, wenn sie es dann eben geschmolzen haben. Das ist nicht immer da. Würde ich einfach mal rumgoogeln. So, was brauchst du noch? Du brauchst noch Pigmente in der Farbe, wie du gerne Wachsmalblöcke machen möchtest. Ich habe schon ein paar gemacht und jetzt zeige ich dir, wie ich Wachsmalblöcke mache in, das passt zu meinem Shirt, Spinellgrün. Spinellgrün ist ein Spinellpigment, ist ein Mineral oder ein Halbedelstein, glaube ich sogar. Je nachdem, was für ein Brenngrad und was für Zusätze reinkommen, gibt es beim Spinell verschiedene Farben und der ist sehr kräftig in der Farbe. Wobei bei Wachsmalblöcken das egal ist, wenn es um Naturfarben, also um Wandfarben geht, ist es nochmal ein Unterschied, wie stark die nachher auch in der Farbe leuchten. Was mache ich zuerst? Also ich habe hier von diesem Block etwas runtergeraspelt. Sieht dann so aus. Ja. Dieses Bienenwachs gibt es auch als Bienenwachsflocken. Wenn du das eben im Internet siehst, kannst du das als Flocken holen. Dann ersparst du dir diese Raspelei. Das war tatsächlich dadurch auch sehr viel günstiger. 500 Gramm für, ich glaube, 7 oder 8 Euro in einem Künstlerbedarf. Riecht auch noch ein bisschen. Manchmal riechen die stärker, manchmal weniger stark. Gibt es auch in gebleichter Form. Also ich habe gemerkt, dass die Farbe auch in diesem Naturton, in diesem Honigfarbton, im Pigment, gibt es trotzdem eine super Farbe. Ist trotzdem möglich. So, was habe ich gemacht? Ich nehme erstmal, also ich habe diese Mischung genommen, habe es in einen Kunststoffbecher getan. Kannst du auch machen in ein Glas. Der Vorteil, habe ich gemerkt, an einem Kunststoffbecher ist, dass wenn das nachher der Rest wieder kalt ist, dann kann ich durch das Knicken wieder die Reste zusammenkippen und habe wiederum Material für andere Farben. Oder ich kann sie auch nachher wieder nehmen, wenn ich die gleiche Farbe nochmal mache. Ist ein bisschen einfacher. Aus einem Glas die Reste rauszugucken, zu kratzen, ist deutlich mühevoller. So, ich nehme in meinem Fall, ich zeige dir jetzt einfach mal diesen Topf, ich nehme kochendes Wasser. Du kannst es auch machen auf dem Herd. Ich habe schon mal was vorbereitet. Also so sah es aus in der Mischung. Ich habe schon mal hier das vorgeschmolzen. Dann geht es ein bisschen schneller. Das mache ich jetzt einfach nochmal im heißen Wasser flüssig. Und rühre es so lange rum, bis es eine klare, klümpchenfreie, flüssige Form hat. Also sollen keine Klümpchen mehr drin sein. Weil die Klümpchen würdest du sonst auch nachher im Wachsmalblock haben. Und dann würden das da eben farblose Streifen kriegen. Ne? So, also.
dieser Schmelzvorgang von der Form bis dahin, wie ich es jetzt gleich habe, dauert vielleicht so 6, 7 Minuten und die wollte ich dir jetzt nicht hier zumuten. So, also schön weich. Dann sieht das so aus. Siehst du hier, das ist eine ganz klare honigfarbene Honig-Bienenwachsbrühe. So, dann nehme ich das Pigment. Die genauen Mengen sage ich dir gleich. Das kippe ich rein. Und dann verrühre ich das wieder im heißen Bad. In dem heißen Bad, weil das Pigment natürlich hier deutlich kälter ist. Und durch das Pigment würde der Wachs schon etwas härter werden. Und ich möchte ihn ja gleich noch gießen. Und damit er eben so weich bleibt wie auch ohne Pigment, rühre ich das Pigment sehr, sehr kräftig in diesen heißen Wachs. Je nachdem, was für ein Pigment du jetzt nimmst, ne? Zum Beispiel bei einem Eisenoxidpigment, die gibt es in Schwarz und in Rot oder in Oxidorange, die sind so ein bisschen stirriger. Also da würde ich deutlich länger rühren, weil die bilden manchmal ein bisschen Klümpchen. Die Klümpchen sehen dann im Block auch nicht so schön aus. Erdpigmente sind auch ein bisschen trockener, wobei die gehen dann auch, die gehen leichter als so Oxide. Die Spinelle lassen sich sehr schön verrühren. Und je gleichmäßiger der Block sein soll, umso mehr solltest du rühren. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Tatsächlich wie mein T-Shirt. So, jetzt nehme ich hier diese Eiswürfelform. So, du kannst es ganz normal, also du kannst es einfach so in diese Eiswürfelform reinschütten. Die Blöcke lösen sich sehr gut aus dieser Form. Ich habe es mir ein bisschen einfacher mal gemacht, um es auszuprobieren. Ich habe hier so ein, das ist Formentrennspray. Das wird benutzt, wenn zum Beispiel Silikonformen genutzt werden für so Gipsguss. Und dann sprühst du das Trennmittel in die Silikonform ein. Und dann trennt sich das leichter daraus. So, jetzt ganz einfach. Jetzt nehme ich meinen Becher. Ich trockne den Becher ein bisschen ab, damit mir das Wasser vom Becher jetzt nicht in die Form reinläuft. Und jetzt gieße ich einfach das in die Form. Und je nachdem, wie dick du die Blöcke haben möchtest, kannst du 6 bis 8 Blöcke damit formen. Also so die halbe Eiswürfelgröße reicht vollkommen aus. Ne? So. Und das war's schon. Dann lässt du es trocknen. Ich mache das so, ich stelle es ins Tiefkühlfach. Ich lasse es erstmal ein bisschen antrocknen, damit es nicht so rumschwabbelt. Dann stelle ich es ins Tiefkühlfach und lege noch so ein Eiskühlpack oben drauf. Und dann warte ich einfach 5 Minuten. 5 Minuten reicht vollkommen aus. Und nach 5 Minuten ist es schon so hart und getrocknet. Dann kannst du die einfach aus dieser Eiswürfelform rauskippen. Ja, und dann sehen die so aus. So. Das ist dann hier zum Beispiel das Azurblau. Hier Oxidorange. Was habe ich noch? Das ist Ockergelb. Und das ist irgendein Rotton. Keine Ahnung. Irgendein Rotton. So, guck mal, du siehst eben, so dick sind meine, unterschiedlich dick. Ich habe die gerade gegossen, ungefähr der Hälfte. Ne? Das heißt, wichtig sind einfach nur, dass du möglichst dann hier diese Kanten dir gerade machst. Du kannst auch hier, wenn du die Kanten von Anfang an gerade haben willst, dann machst du einfach hier mit dem Schleifpapier, schleifst du die ein bisschen so, dass von vornherein dann beim Zeichnen eine etwas geradere Kante da ist. Umso schöner ist auch nachher der Verlauf auf dem Papier. So, was brauchst du für 6 bis 8 Blöcke? Benötigst du Material, und zwar 28 Gramm Bienenwachs, ich habe 12 Gramm Stearin, also du kannst auch mit reinem Bienenwachs arbeiten, und bei der Menge 6 bis 8 Würfel 4 Teelöffel Pigment.
Moment. So klar, Werkzeug, Hilfsmittel, heißes Wasser. Du kannst es mit dem Wasserkocher machen, das reicht vollkommen aus. Du könntest auch, wenn du mehrere oder größere Mengen machen möchtest, einen Topf mit heißem Wasser auf den Herd stellen und dann eben nach und nach immer wieder das Glas in den Topf reinstellen. Heißes Wasser in so einem Kunststoffbehälter reicht vollkommen aus. Ja, dann klar, sauberes Glas oder wie in meinem Fall den Becher und Rührstab, Eiswürfelform. Ein bisschen Zeit und viel Spaß. Mach's einfach. Ganz einfach. Kostet nicht viel Geld. Und das sieht super aus. Also, ich mache mal hier so eine. Ich mal mal einmal, damit du siehst, wie so ein Wachsmalblock aussieht. Das ist der Wachsmalblock mit der geraden Kante. Und mit dem Wachsmalblock kannst du praktisch hier so schöne Flächen. Und je nachdem, wie du, kannst du es überhaupt sehen, ich nehme eine andere Farbe. Ich nehme mal den braunen. Der hat auch schon eine schöne Kante. Ja, also du kannst je nachdem, wie du den jetzt aufdrückst, ne, und je nachdem, wie schön die Kante von Anfang an ist, kannst du eben große Flächen damit schattieren, ausmalen und alles Mögliche machen. Wie gesagt, ich benutze die für das, ja, wie hier zum Beispiel auch. Ne, hier bei meinem Plakat für die Standölfarbe. Habe ich dann die großen Flächen ausgemalt. Ja, überhaupt alles, was jetzt hier farbig ist, habe ich mit Wachsmalblöcken gemacht. Ne? Also ich habe nur vorgeschrieben und Wachsmalblöcke. Jo, das war's. Ich glaube, ich habe alles. Das trocknet schon an. Ja, ein bisschen ist es noch flüssig. Das dauert jetzt in dem Fall vielleicht 10 Minuten, bis es ganz trocken ist. Im Backofen, sag ich schon. Im Tiefkühlfach dauert es vielleicht 5 Minuten. So. Jetzt gehe ich ran und mache das Video für die Verarbeitung von Pigmenten, weil das sollte nur ein Sonderthema sein. Und jetzt habe ich ein einzelnes Video daraus gemacht. Danke, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, auch dafür gerne dein Like. Abonnier den Kanal, drück die Glocke, dann kriegst du Informationen, wann wieder solche wunderbaren Videos kommen mit praktischen Tipps, Verarbeitungstipps, Produktinformationen. Rund um das gesunde Wohnen und hier auch gesunde Malen. Danke, tschüss.